Moin Moin, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf Zackfishing Wels. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann werde ich euch zeigen, welche kleinen Helfer mir das Welsangeln erleichtern. So, also ich möchte heute hier über kleine Helfer reden, die mir das Leben am Wasser erleichtern. Das soll sich gar nicht mal so direkt auf direktes Angelgeschirr oder Angelausrüstung beziehen, sondern vielmehr auf Ausrüstungsgegenstände, die man dabei hat und die dabei helfen, eben, dass man das, was man tun will, besser durchführen kann. Ja? Und ein absolut grundlegender Ausrüstungsgegenstand mittlerweile für mich ist eben eine vernünftige Stromquelle, die mich so lange mit Strom versorgt, wie ich eben am Wasser bin. Denn ich meine, es ist kein Geheimnis, ja. Wir filmen hier, wir brauchen jede Menge Akkus, die Kameras fressen Akkus ohne Ende. Parallel dazu haben wir natürlich, wie ihr alle da draußen auch, Smartphones dabei, die auch Strom brauchen, um zu laufen. Und das muss regelmäßig mit Strom versorgt werden. Und dementsprechend ist eben eine vernünftige Stromquelle, die so viel Kapazität hat, dass man über eine komplette Woche angeln drüber kommt, auch wenn man viel filmt oder vielleicht das ein oder andere Mal das Smartphone benutzt, extrem wichtig. Ja? Und dementsprechend möchte ich das auch in meiner Angelei nicht mehr missen. Kommen wir zu einem vernünftigen Fäustel bzw. einem vernünftigen Aufsatz für drauf, den wir brauchen, um die Rutenhalter vernünftig und fest im Boden zu verankern. Denn letzten Endes sind die Basis dafür, dass wir die Ruten vernünftig aufstellen können. Und nicht jeder Boden gibt es her, dass man das Ganze einfach von Hand so in den Boden drückt. Da ist eben ein vernünftiger Hammer wichtig. Der Aufsatz hier vorne dient dazu, dass die Rutenhalter hier oben an der Aufschlagfläche nicht vermackt oder verbeult werden. Ja, die Wucht, die man eben mit diesem Hammer aufbringen kann, sorgt eben dafür, dass man auch im harten Untergrund den Rutenhalter so fixieren kann, dass er als vernünftige Basis für eine ausgelegte Welsroute dienen kann. Ja, kommen wir zum Klappspaten. Den haben wir dabei, hauptsächlich deswegen, weil es, wenn man sich über längeren Zeitraum am Wasser aufhält, nicht zu vermeiden ist, dass man auch seine Notdurft verrichten muss. Damit das nicht einfach irgendwo mitten in der Prärie rumliegt, wird das Ganze natürlich entsprechend vergraben. Und dafür brauchen wir eben einen Klappspaten, der uns genau dabei hilft. Ist gerade an Gewässern, die hochfrequentiert sind, sehr, sehr wichtig. Ist kein schönes Thema, trotzdem muss es angesprochen werden. Es gibt halt immer wieder Leute, die halt unterwegs sind und einfach alles so, ich sag jetzt mal, an der Oberfläche liegen lassen, wie es eben dann passiert. Ich brauche euch nicht zu erzählen, viele von euch werden die Erfahrung wahrscheinlich schon gemacht haben, was das für einen Eindruck macht, wenn man an so einem neuen Angelplatz ankommt und findet nach hinter der ersten Hecke mehrere Rollen Klopapier und so weiter, alles was sonst noch so dazugehört. Das macht keinen Spaß, das muss nicht sein. Vor allen Dingen muss man ja auch immer, und das kommt noch dazu, wenn man unterwegs ist im Ausland oder so, noch an die Einheimischen denken. Ja, was soll das für die für einen Eindruck machen, wenn sie sowas vorfinden von den Touristen, die aus dem Ausland kommen und dann sich da so aufführen. Also man muss dankbar sein dafür, dass man überhaupt im Ausland so angeln darf, wie wir das alle machen. Und da finde ich, kann man einfach das dafür tun, was man im Rahmen des Möglichen tun kann, damit das noch möglichst lange so bleibt. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Sache, die dazu beiträgt, dass wir das zukünftig noch machen dürfen. Also, und dazu eben Klappspaten. Warum Klappspaten? Klappspaten hat ein geringes Packmaß, hilft uns aber extrem weiter und kann natürlich auch noch für andere Aktivitäten am Angelplatz benutzt werden, wenn zum Beispiel mal irgendwo was begradigt werden muss oder sonst irgendwas. Habt ihr einen Klappspaten dabei und könnt euch immer helfen. So, beim Hobby wie dem Angeln, wo man in der Natur unterwegs ist und mit scharfen Haken rumhantiert, teilweise mit Messern, Scheren und was weiß ich, ist ruckzuck irgendwas passiert. Ja. Natürlich dauert das dann immer, je weiter man von der Zivilisation weg ist, bis dann irgendwie Hilfe eingetroffen ist oder man sich zur Hilfe hinbegeben hat. Und deshalb ist es unersetzlich, dass man was dabei hat, womit man sich zunächst selber mal helfen kann. Und wir reden ja hier im Video von kleinen Helfern. Und ich bin der Meinung, dass eben ein vernünftiges Medizinpack, was man immer in der Klamottentasche hat, einfach nicht nur ein kleiner Helfer ist, sondern je nach Situation zu einem ganz großen Helfer werden kann. Ich habe hier halt alles drin, was ich brauche, um Wunden zu versorgen oder Blutungen zu stoppen.
Zumindest so lange, bis ich mich dann in helfende Hände begeben habe oder die zu mir gekommen sind. Zusätzlich habe ich noch dabei Desinfektionszeug. Ganz oft hat man entweder von den Wälzzähnen oder von Schnüren oder sonst irgendwelchen Gegenständen irgendwelche Schnitte an den Fingern, die sich teilweise dann auch entzünden. Und gerade wenn man über längeren Zeitraum am Wasser unterwegs ist, ist Desinfektionsmittel ideal, um genau dem vorzubeugen. Ja, was ist hier noch drin? Verschiedene Tabletten habe ich hier noch dabei, um eben dann bei Magen-Darm-Erkrankungen oder Grippeerkrankungen, was ja auch mal vorkommen kann, gegensteuern zu können, um sich dann den Aufenthalt trotz Krankheit am Wasser so angenehm wie möglich gestalten zu können. Ja, ja, für mich ein absolut unerlässliches Ding habe ich immer dabei, habe ich auch dabei, wenn ich zu Hause nur eine Nacht angeln gehe, weil passiert ist schnell irgendwas und am besten ist, man kann sich erstmal selbst helfen, zumindestens bei den meisten Dingen. Wenn es dann eine große Verletzung ist, sieht es nochmal ganz anders aus. Dagegen kann man nichts machen. Aber das dabei zu haben, ist auf jeden Fall besser als nichts. Und von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen. Legt euch sowas zu. Und egal, ob das jetzt noch eine kleine Tasche mehr ist, die irgendwo rumfliegt, das sollte uns unsere Gesundheit auf jeden Fall wert sein. Ist meine Meinung. So, das Boot ist oftmals der zentrale Ausgangspunkt für alles, was wir beim Welsangeln an Aktivitäten am Wasser haben. Und gerade wenn es jetzt um einen Drill geht, aber auch wenn man auslegen möchte, ist es cool, wenn man schnell vom Ufer wegkommt. Dazu verwende ich diese Art von Clips. Ja, die kommen aus dem Pferdesportbereich, sind über einen Handgriff einfach zu lösen. Ja, wenn das Ganze unter Spannung steht, springt diese Hälfte des Clips einfach auf und ich bin ruckzuck vom Ufer weg und kann dann dem Drill nachgehen oder was auch immer, die Montage auslegen und verschwende nicht noch Zeit damit, dass ich ewig muss den Bankstick, der das Boot am Ufer fixiert, lösen muss und wieder reinstecken muss. Für mich einfach ein unerlässlicher Helfer am Wasser tatsächlich, weil ihr seht es nochmal hier, einfacher Handgriff und ihr seid los. Schneller kann es meiner Meinung nach nicht gehen, vor allen Dingen geht das auch mit einer Hand, das Lösen, gerade wenn ihr mal allein unterwegs seid oder wenn euer Teampartner, der bei euch ist, nachts nicht wach wird, aber ihr müsst trotzdem raus, dann geht das natürlich super gut mit einer Hand. In der einen Hand die Angel, mit der anderen Hand öffnet ihr den Clip und dann könnt ihr loslegen. Von daher unerlässlich, ob ihr hier jetzt dann noch einen Expanderzug reinmacht, so wie das bei mir ist oder nicht, das ist euch selbst überlassen. Für mich hat sich das so bewährt in der Kombination und ja, ohne das Ding gehe ich definitiv nicht mehr ans Wasser. Ja, auch im Boot gibt es natürlich kleine Helfer, ohne die das Leben als Welsangler quasi gar nicht denkbar wäre. Ich, also für meinen Teil, könnte zum Beispiel ohne eine vernünftige Zange zum Haken lösen auch nicht mehr klarkommen. Ja? Weil es ist eben so, es gibt immer mal Situationen, in denen der Haken wirklich so fest im Wallermaul sitzt oder auch ein Stück weit weiter hinten sitzt, dass man mit den Händen nicht mehr drankommt oder es nicht schafft, das Ganze von Hand zu lösen, und da ist eine vernünftige Lösezange, mit der man den Haken greifen und entsprechend lösen kann, eben tatsächlich unerlässlich. Vor allen Dingen dann auch, wenn die Zange noch über eine kleine Schneide verfügt, was die meisten Zangen haben, mit der man dann wirklich noch mal auch dicke Geflechtschnüre oder eben Reißleinen durchschneiden kann. Wenn man gerade kein Messer oder keine andere Schere zur Hand ist, kann man sich damit wirklich prima behelfen. Also das ist für mich definitiv auch ein Hilfsmittel, das ich so immer dabei habe. Ihr erkennt es vielleicht, das ist jetzt der einzige Gegenstand, der sogar ein bisschen direkt was mit dem Angeln zu tun hat. Aber ich will ihn einfach mal nennen, weil ich ihn wirklich so oft verwende. Also nicht direkt in der Montage, aber eben um die Montage am Platz vernünftig zu halten oder anzubieten, dass ich es einfach hier mit aufnehme in dieses Video. Also ein Karabinerwirbel. Ich brauche so viele. Carsten fragt mich halt manchmal, was ich mit den Dingern mache, ob ich die irgendwie anfütter oder was weiß ich, ja. Und ich sage halt jedes Mal, ich brauche halt viele von denen. Und es ist halt auch so. Also ich benutze die eben zum Absenken, zum Umlenken. Ich benutze, um mir diverse Ausleger zu bauen oder in verschiedenen anderen Bereichen eben beim Angeln, um mir das Leben zu erleichtern. Und dementsprechend, weil ich es so oft benutze, möchte ich es hier einfach nochmal mit aufreihen. Karabinerwirbel. Für mich, also ohne die hätte ich echt beim Welsangeln ein Problem. So, der nächste kleine Helfer, den habe ich schon im Gesicht. Und zwar ist es eine vernünftige Polbrille. Und die benutze ich eben ganz oft, wenn ich Location mache. Also gerade wie jetzt hier, ihr seht es hinter mir, das sind jetzt hier flach auslaufende Uferbereiche, die ich mir gerne angucke. Gerade jetzt, wir haben ziemlich früh im Jahr, das Wasser wird langsam warm, da kommen die ersten Fische in diese Gebiete und ich möchte eben wissen, ob die schon da sind oder nicht. Und dabei hilft mir eben diese Polbrille, weil sie eben die Spiegelung vom Wasser bricht
und ich dadurch besser sehen kann, was unter Wasser los ist. Außerdem auch ebenfalls nochmal in Bezug auf die Location hilft sie dabei in unbekannten Gewässern, wo man nicht weiß, ob es vielleicht Untiefen gibt oder irgendwelche Steinkanten, die man nicht kennt, um da ein bisschen einen vorausschauenderen Blick zu bekommen, weil man einfach auf größere Distanzen schon das sieht, was auf einen zukommt, beziehungsweise auf was man sich zubewegt. Ja? Und dann kann man Kollisionen eben dadurch vermeiden oder minimieren. Ja? Und last but not least natürlich Polbrille auch zum Köderfischangeln. Ja? Also gerade wenn ich jetzt hier mit der Spinnrute Döbel angeln will oder so, ist das natürlich ideal, weil ich die dann ganz gezielt anwerfen kann, weil ich sie eben schon vor dem Wurf genau sehe. Und damit angle ich immer effektiver, als wenn ich einfach blind angle. Und von daher liegt das Ding immer in meinem Echolot mit drin, im entsprechenden Etui, damit nichts drankommt, sodass ich jederzeit darauf zugreifen kann. Natürlich gibt es auch für die Nacht ganz spezielle kleine Helfer, die man immer dabei haben sollte. Ich meine, für viele von euch, die regelmäßig am Wasser sind, wird eine Kopflampe jetzt keine Neuerung sein. Die nenne ich jetzt einfach an der Stelle nur nochmal, weil es ja auch viele Einsteiger gibt, die dieses Video gucken und die da vielleicht noch nicht so vertraut damit sind. Also grundsätzlich hat man als Angler und auch als Welsangler, wenn man nachts unterwegs ist, am besten immer eine Kopflampe dabei, die man sich einfach an den Kopf packt, anmacht und so immer genau sieht, was man im Dunkeln arbeitet. Vielleicht ganz kurz, worauf ich bei der Auswahl von der Kopflampe achte. Bei mir ist es eben so, dass ich die immer ganz gerne nachts um den Hals trage, also runterziehe, damit ich sie, wenn ich dann von der Liege aufspringe und zur Route laufe, immer direkt das Licht dabei habe. Brauche es dann nur hochzuziehen und anzumachen. Und damit mich das halt beim Schlafen nicht stört, ist es dann eben für mich am besten, wenn hier nicht noch ein zusätzlicher Akku befestigt ist. Und dann gibt es auch Ausführungen, wo hier noch ein drittes Band quasi über den Kopf geht. Das habe ich mit der Zeit gemerkt, tut irgendwann auf dem Kopf weh, wenn man sie auf dem Kopf lässt während dem Schlafen. Und wenn man sie an den Hals ziehen will nachts, stört dieses dritte Band. Deswegen für mich die einfachste Variante, die beste, ohne viel Schnickschnack, kein Akku, kein drittes Band, einfach nur vorne die Lampe mit Batterien. Ganz einfach. Seit Jahren mein Begleiter und wird es voraussichtlich auch noch jahrelang sein. Ja, eine weitere Lampe, die für mich beim Welsangeln auch nicht fehlen darf, gerade dann, wenn man ein Boot benutzt und nachts mit dem Boot auch rausfährt aufs Wasser, ist diese kleine Lampe. Das ist so ein No-Name-Produkt, was ich mir bei einem Online-Handel bestellt habe. Kann ich hier über eine Lasche, die dran befestigt ist, einfach auf einen Bankstick draufschieben und anmachen. Und dann eben so am Ufer positionieren, dass ich, wenn ich rausfahre, auf jeden Fall immer noch mal die Ausgangsposition sehe. Also sehe, wo befindet sich mein Camp und mich darüber orientieren kann, um wieder zurück zum Angelplatz zu finden. Das ist jetzt bei normalen Witterungsbedingungen eigentlich auch kein Problem. Da braucht man sie gar nicht zwingend, da lasse ich sie dann auch meistens aus. Aber wenn es jetzt zum Beispiel extrem neblig ist nachts, dann kann so eine Lampe tatsächlich Gold wert sein, weil man ohne die komplett die Orientierung verlieren kann. Und die Folge ist dann, dass man natürlich ewig lang zurücksucht zum Platz. Das kann man sich sparen, wenn man sich vorher eine entsprechende Orientierungshilfe am Angelplatz befestigt und darüber wieder schnell zurückfindet. Ja, insgesamt sind es drei Lampen, die ich regelmäßig benutze beim Welsangeln. Neben der Kopflampe und neben der Lampe, die am Ufer bleibt, habe ich hier im Echolot immer noch eine kleine, kompakte Taschenlampe liegen, die eben eine große Reichweite hat. Und die benutze ich eben auch, um mich zu orientieren. Ihr seht's, ich kann hiermit komplett das andere Ufer ableuchten. Das hilft mir auch dabei, den Platz wiederzufinden, wenn irgendwie eingeschränkte Sicht ist, um mich zu orientieren auf dem Wasser, falls ich auch mal das Licht, was am Ufer ist, aus den Augen verloren habe. Oder wenn ich mal tatsächlich irgendwie einen weit entfernt positionierten Ausleger oder eine Boje suche, die ich irgendwie nicht finde, kann ich mich so halt ruckzuck orientieren. Ich leuchte das Ding an den meisten Auslegern oder Bojen sind Reflektoren dran, die das Licht direkt widerspiegeln und ich weiß direkt, in welche Richtung ich grob muss. Auch ein Ausrüstungsgegenstand, der meiner Meinung nach auf keinem Boot fehlen sollte, weil es letzten Endes dann auch die Sicherheit ein Stück weit unterstützt und das Welsangeln leichter von der Hand gehen lässt. Und von daher ist das Ding hier wirklich auch einer der treuesten Begleiter, die ich habe. So, dieses Mal gibt es die Abmoderation zur Abwechslung mal bei völliger Dunkelheit. Wir sind am Ende angelangt von meinem kleinen Überblick über die kleinen Helfer, die ich am Wasser so dabei habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, vielleicht hat der ein oder andere noch
den einen oder anderen Helfer gefunden, den er bei sich noch nicht integriert hat in der Angelei und vielleicht noch integrieren kann, um sich das Leben am Wasser zu erleichtern. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch kein Abonnent vom Kanal seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall werden, damit ihr hier in Zukunft nichts mehr verpasst. Und wenn ihr immer noch zusätzlich benachrichtigt werden sollt, sobald hier was Neues auf dem Kanal passiert, dann solltet ihr unbedingt auch die Glocke aktivieren, denn dann entgeht euch hier überhaupt nichts mehr. Ja, und an der Stelle bleibt mir eigentlich nichts weiteres zu sagen als Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier heute Nacht noch einen Wels gefangen kriegen. Und dann, ja, bis demnächst. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao.